So, liebe Freunde, willkommen hier am Freitagabend, Bundesliga-Zeit. Und was für eine Bundesliga-Zeit. Ihr könnt euch ja jetzt schon mal einige Termine notieren. Heute geht's los, Gladbach gegen Frankfurt. Und ab morgen, meine Güte, gleich drei Spiele hier bei uns im Programm. Wolfsburg, Leverkusen, Augsburg, Bayern und dann das Derby der Derbys. Schalke und Dortmund treffen aufeinander. Beim BVB geht es richtig zur Sache. Das wird also ein richtig geiler Samstag. Und am Sonntag haben wir natürlich auch noch Spiele für euch im Petto. Hoffenheim beim dritten Hertha. Mal abwarten, wer sich da durchsetzt. Und neben Leipzig möglicherweise Bayern-Verfolger bleibt. Außerdem Köln mit Schlusslicht HSV. Ja, meine Güte, da haben wir sehr, sehr viel vor. Ich hoffe, ihr freut euch. Einige Sachen wurden sich unter anderem von Petrik gewünscht. Wenn ihr auch Wünsche habt, einen Lieblingsverein habt oder irgendein Match unbedingt am nächsten Wochenende sehen wollt, schreibt uns das in die Kommentare. Setzen wir sehr gerne um. Unter der Woche beispielsweise wurde sich auch Hannover gewünscht. DFB-Pokal haben wir auch für euch gezeigt. Also wir freuen uns darauf. Es soll euch ja gefallen. Und wenn es das tut, macht es uns natürlich auch noch mehr Spaß. Und Spaß macht uns auch das Tippspiel. Da waren einige Stimmen dabei. Wer Bock hat, hier mal ja, zu raten, wer dieses Match gewinnt und wer die reale Partie gewinnt, der schreibt das jetzt auch in die Kommentarbox. Ein F für FIFA, ein R für das reale Match. Oh, und da sehe ich, glaube ich, gelb. Auf jeden Fall alle, die mitmachen, wenn am nächsten Bundesliga-Wochenende im Video erwähnt. Und die Auswertung vom letzten, die gibt es nachher in der Halbzeitpause. Keine Karte für mich, Mucke, meine Güte. Das ist ja auch mal was Neues. Ja. So. Also Mucke hat ein gutes Gefühl heute, meinte er, und will an diesem Bundesliga-Wochenende, ja, ich weiß gar nicht, alle Spiele gewinnen, fünf Spiele gewinnen. Was ist seine Zielsetzung? Oh, Hauptsache erstmal irgendwie in den Tritt kommen und nicht solche Niederlagen wie im letzten Bundesligaspieltag kassiert. Das hat so derbe an meinem Ego gekratzt, das glaubst du gar nicht. Du, da haben aber einige Zuschauer auch mitgelitten und hatten auf dich gesetzt und dann so, oh, das kann doch nicht wahr sein, Mucke kassiert schon wieder so eine Klatsche. Keine Ahnung, was das war, ey. Naja. Oh, schön, gut gemacht. Das sagt er doch sauber. Ja, na klar. Und jetzt 1-0. Bam! Oh! Das war knapp. Schade. Ey, sowas soll mir bitte nicht nochmal passieren. Klar, man verliert immer mal wieder. Man kann ja nicht alles gewinnen. Ist ja logisch, ne? Nee. Auch vor allem nicht, wenn man Mucke ist, ne? Ja, ja, ist ja klar. aber der Anspruch, halt so gut wie möglich zu spielen, der ist natürlich da. Ja. Und dann möchte man nicht 5-1 baden gehen. Du musst ja mittlerweile selber wissen, dass das scheiße ist, wenn das ich dir mal solche Dinge einschenke. Ich gucke mal einfach, wie es heute wird. Ich habe mir kein wirkliches Ziel gesetzt, sondern einfach nicht baden gehen. Okay, das ist ein Ziel. Das ist ein Ziel. Naja, dann hättest du das Tor verhindern müssen. Ah, oh, scheiße. Hab ich. Gut, der Nachschuss war auch echt schlecht. Ja, der war so richtig Zenker-like. Oh. Achtung. Bam. Oh, der war auch schwach. Das kennen wir von Raphael aber anders. Typisch Zenker-like. Ja, pass mal auf. Das ändert sich noch. Ich muss mir erst ein bisschen warm spielen. Ich hatte ja wieder keine Zeit, um mal die Standards zu üben. Die werden heute also wieder richtig schlecht sein. Ah, Mann. Oh, ja gut, das gibt vielleicht noch gelb. Da drin bin ich ja immerhin gut. Karten sammeln. Alter! Der ist aber voll auf die Fresse geflogen. Ach, oh Gott, scheiße. Ah, ärgerlich. Gut aufgepasst hier von Frankfurt. Die machen jetzt ein bisschen Druck. Haben wir auch im DFB-Pokal gewonnen. Ja, ich stehe mal wieder auf totaler Angriff. Haben sich zwar schwer getan gegen Ingolstadt, aber es hat dann im Elfmeterschießen da doch gereicht. Ja, immer habe ich irgendwo einen Fuß. Das habe ich im Übrigen so oft gesagt beim letzten Bundesligaspieltag, dass ich echt schon hätte kotzen können. Echt? Hast du das so oft gesagt? Boah, ja. Ich glaube, ich habe 50 Millionen Mal gesagt, dass ein Zenkerfuß im Weg ist. Oh, und da pfeift er jetzt. Also, da hätte ich nicht gepfiffen. Aber ich glaube, jetzt sehe ich eine gelbe Karte. Der wollte einfach nur die gelbe Karte loswerden, sonst vergisst er das. Ja, ich glaube auch.
Man weiß ja, wie Schiris sind, ne? Ja. Ein bisschen. Nee, ich sag das jetzt nicht, sonst krieg ich voll den Shitstorm. Komm. Oh. Ich wollte jetzt eigentlich unterbelichtet sagen, aber das wäre sonst echt fies geworden. Ein paar von unseren Zuschauern sind Schiedsrichter. Tatsächlich haben sie mir geschrieben und auch gesagt, bei den Regeln, ob das eine gelbe Karte war oder wie man da hätte urteilen sollen. Ganz interessant, finde ich cool. Das denn auch hättest mal du mir das nicht gerade vor 2 Minuten sagen können, bevor ich diesen Satz losgelassen habe? Ach, die Leute mögen dich eh nicht. Ach so, die mögen mich eh nicht. Ja, dann so, ist ja gut. Hier, da würde ich gelb geben, oder? Was sagt ihr? Das war doch gelbe Karte. Ne, das ist Ecke. Naja, die mache ich immerhin rein. Oh, Manno! Das war knapp. Ja. Ja, damit hast du mir den Raum ermöglicht. Scheiße. Oh, was war das denn? Was war das denn? Das war gar nichts. Das war jetzt hier gerade Kung Fu Fighting? Ja. Ah, das gibt's doch nicht. Oh, das gibt's doch hier nicht. Ja. Komm, also Gladbach. Bei uns steht die Genauigkeit der Pässe, die ist ja unterirdisch. Ey, das ist jetzt aber eine Ecke gewesen, oder? Nein. Wow. Das ist peinlich. Also Gladbach in der Tabelle ja 3 Punkte hinter Frankfurt. Und wenn man international sich da langsam mal positionieren will, dann darf man den Rückstand eigentlich nicht größer werden lassen. Da muss man rankommen. Und das geht nur durch einen Sieg. Also den haben wir uns aktuell noch nicht verdient. 3 Minuten werden hier noch oben raufgepackt. Den hat sich Frankfurt aber momentan auch noch nicht verdient. Also nee, keine schöne Partie hier am Freitagabend bisher. Nee. Da ist auch schon der Halbzeitpfiff und es steht 0-0. Schüsse habe ich mehr, du mehr aufs Tor. Mehr Ballbesitz, 2 Kämpfe ausgeglichen. Fouls führe ich, auch gelbe Karten. Kein Verletzter, ein Ecker gab's. Schussgenauigkeit nur 16%. Das sah bei mir aber auch scheiße aus. Du bist bei 100%. Passgenauigkeit, okay, das ist ein guter Wert. 88% bei dir, besonders stark. Mal abwarten, also da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ja, das versucht Frankfurt jetzt ja auch umzusetzen. Das habt ihr jetzt zwar nicht mitgekriegt, ich habe ja gerade schön die Fresse gehalten, aber ich habe den mal so ein bisschen eingeheizt. Ne? Sehr gut. Ungefähr nämlich genau so. Ja. So wie es eigentlich nicht laufen soll. Ja. Komm genau jetzt. Genau so, das habe ich dir nicht, das habe ich so nicht gesagt. Aua. Ja. Bam. Abgefälscht. Zählt das als Eigentor? Ich glaube diesmal fast nicht. Ich glaube, das zählt noch für mich, obwohl du natürlich tödlich abfälschst hier, da. Oh, brutal. Und dann noch der Kunde. Ach, das ist doch lächerlich. So ein Scheiß. Nee, kein Eigentor. Ja, ich hab's mir irgendwie gedacht. Aber Führung und natürlich hier wieder beste Stimmung. Oh, die Stimmung gefällt mir sehr, sehr gut. Das finde ich hier in Gladbach immer geil, wie alle so mitsingen. Hoppala. Ja, das stimmt. Wenn das Tor erzielt wird. Wie heißt denn das Lied? Ich komme gar nicht drauf. Dö, 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 dö. Ja, wie heißt das denn? Freunde, ach, sag weiß. Das mal. Ich komme nicht drauf, aber ich mag das sowieso. Und von daher ist mir das immer sympathisch, hier in Gladbach zu treffen. Dö, 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 dö. Hoppala. Oh, jetzt habe aber ich einen Wurf. Oh. So, die Fans rufen schon Sieg. Ja, ich hoffe, das gelingt mir auch. Damit würde ich natürlich Muckes angestrebtes Ziel direkt einen ordentlichen Dämpfer verpassen. Ja, eigentlich nicht wirklich, weil ich bin ja nicht baden gegangen. Steht ja nicht 5-0. Na gut, okay. Aber für die Statistik auch nicht schlecht. Ist schlecht. Ja, also aus meiner Sicht ist es nicht schlecht. Dann baue ich einfach meinen Vorsprung mal aus. Das hätte der Ausgleich sein müssen. Ohne Wenn und Aber. Oh, oh. Tja. Oh, jetzt. Oh. Schnee, komm. Top Speed, Top Speed. Bam, ja, bam, wir sind bam. Ja nicht bei Formel 1. Bam, bam, bam. Ecke. Schöne Hereingabe. Na. Ja. Oh. Oh, das. Schön. Scheiße. Was ist hier los? Einer raus.
Ah, nee. So, jetzt soll ich wieder sterben. Oh, was denn? Das war die Latte. Das war die Latte? Ja. Okay, deine Latte. Oh, wo springt denn der Ball hin? Weiß ich nicht. Der macht toll Falafel. Ja. Komm, rauf da. Das war gefährlich genug gerade. Ja. So. Wenn du den Ball nicht... Boah, weiterspiel... So. Ja, nee, ist klar. Das war sauber. Scheiße. Ganz stark. Das war ganz stark. Okay. Ja, wenige Highlights hier in dieser Partie. Ja, aber wir haben unseren Spaß. Ja, das stimmt. Oh, jetzt. Das müsste Ecke geben. Das war auch fast tödlich abgefälscht. Nein, keine Ecke. Ja, von mir selber abgefälscht, wisst ihr? Ich weiß, was ich tue. Alter, der Ball, der macht, was er will. Jetzt. Komm gleich. Nochmal. Auf da. So. Ah, gelb-rot, gelb-rot. Hatte der schon gelb? Der hatte, leider hatte er gelb. Ja, Gladbach. Auf Wiedersehen. Tschüss. Gladbach in den letzten 20 Minuten in Unterzahl. Da fehlt dir nämlich jetzt einer schön brav im Mittelfeld. Ja. Oh. Oh. Beide Trainer unzufrieden hier. Also, das ist doch kein Spiel, ey. Raphael, gute Drehung. Abstoß. Und zack. Ey, vielleicht gewinne ich tatsächlich mal zu Null. Ja. Das wäre ja fast eine Sensation schon. Ja, das stimmt allerdings. Gut gemacht. Oh, da sind zu viele, da sind zu viele. Oh! Ganz stark. Ja. Oh. Ihr müsst den Ball auch mal nicht hier... Alter, Schiri. Er behindert mich beim Laufen. Ey, und er gibt keine Karte. Alter, das kann ich nicht nachvollziehen. Überhaupt nicht. Ah, schade. Oh, scheiße. Oh. Gummi, Gummi, Gummi. Komm, komm, komm. Oh, das war schwach. Das war echt schwach. Also ich komme heute irgendwie auf den Ball nicht richtig klar. Nee. Der verspringt mir zu häufig. Ja. Ja, das ist dieses typische, ich halte den Mucke mal auf. Das gelb. Gibt gelb. Geht ja noch. Ja. So. Dritte gelbe Karte wird angezeigt hier. Oh, das war ein ganz schwacher Freistoß. Jetzt habe ich schon gegen den Schreibtisch wieder gedonnert. Da gibt es gleich wieder Ärger. Den hast du noch. Schöner Block. Hand! Das war Hand! Nein! Gut gesehen. Janschke, der ist durch! Flanke! Ja, also da muss man aber eigentlich so, wie du gezogen hast. Da muss man pfeifen und eine Karte geben. Immerhin. Immerhin Hallo? Fair Play. Was machst du da? der wollt nicht mehr. Ah. Das war jetzt auch billig hergeschenkt. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Da haben wir richtig geschlafen. Westergaard. Das macht er! Natürlich, was sollte er auch machen? Gelbe Karte. Gelb. Schön gemacht. Bin ich zufrieden. 90. Minute.
3 gibt's wieder oben drauf. Mucke versucht mal was anderes. Oh, scheiße. Schöner Block. Ja, mit dem Kopf. Und nochmal. Einer davor. Einer davor. Oh! Gute Aktion. Ja! Komm, 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 komm! Janschke! Oh, da, oh. Das war's. 1-0. 1-0 gewonnen. Wir kommen, ich würde sagen, bevor ich es vergesse, zur Auswertung vom Tippspiel. Ja, haben wir mal wieder in der Halbzeit vergessen. Und wäre der nicht drin, der hätte reingemüsst. Okay, also Gladbach gewinnt hier 1-0. Getippt haben am letzten Wochenende Nick BMG 67. Johannes Weber, Johannes, da muss ich sagen, Hut ab. Der hat auf YouTube geschrieben, der hat auf Facebook geschrieben, er hat mir eine E-Mail geschrieben, also so, so aktiv, das fand ich richtig stark von das dir. Das ist top, Alter. Das ist wirklich top von dir. So, Tim Wiese war mit dabei, Jano Schellmuth mit dabei, Jeremy Fries, Jeremy hat wirklich die gesamten letzten Bundesligaspieltage nachgeholt, so viele Kommentare wie du mir da jetzt beschert hast, das war auch nicht schlecht. Also am letzten Wochenende hast du auch einige Punkte geholt. Petrik ebenfalls und ganz knapp mit einem Punkt vorne und damit der erste Tipp, König-Titel für dich. Ja, Phil. Phil hat hier gewonnen. Beim letzten Mal durfte ich dich ganz lieb grüßen. Du hattest ja über Instagram und YouTube abgestimmt und nun hast du es tatsächlich geschafft. Du konntest es unter der Woche schon gar nicht erwarten und wolltest immer wissen, wer gerade vorne liegt. Du bist tatsächlich Tippkönig geworden mit einem Punkt Führung, aber an allen anderen auch wirklich Hut ab und Respekt. Ihr hattet unglaublich viele Punkte. So spannend war das noch nie in der gesamten Saison. Ich hoffe, an diesem Wochenende macht ihr genauso aktiv weiter mit. 5 Spiele stehen ja noch aus. Schreibt die Kommentare unter jedem Video, damit es ja am nächsten Bundesligaspieltag bei der Auswertung mindestens genauso spannend wird. Vielleicht teilt sich ja jemand auch oder zwei Leute den Tippkönig-Titel. Mal abwarten. Hier nur noch mal kurz die Werte. Ich mehr Schüsse, du mehr aufs Tor. Mehr Ballbesitz, ich mehr Zweikämpfe. Mehr Fouls, mehr gelbe und rote Karten, natürlich, war klar. Kein Verletzten, okay. Schussgenauigkeit 27%, das ist echt wenig. Entsprechend gelang mir auch nur ein Treffer. Mugge hatte Pech im Abschluss, aber die Pässe, die waren gar nicht mal so schlecht. 86%. Morgen geht's weiter. Wolfsburg gegen Leverkusen, Augsburg gegen Bayern und dann Dortmund gegen Schalke. Am Sonntag auch noch 2 Kracher für euch. Also, wir freuen uns auf euch. Bis dahin, tschüss. Tschüss.